Einen wunderschönen guten Abend wünsche ich dir zu später Stunde noch. Ich hatte gerade zu dem Impuls noch etwas mit dir zu teilen und habe es in die Überschrift schon reingeschrieben. Das muss doch auch ohne Coach gehen. Das ist etwas, was ich heute ja von einer Frau gehört habe, die so viel Potenzial in sich hat und so viele sich so ein wunderbares Leben kreieren könnte. Es war auch eigentlich relativ schnell klar, wie ihr ideales Leben so ausschauen würde nach dem Seelenplan. Das hatten wir ganz schnell draußen in ja, 10 Minuten eigentlich schon. Aber dann kam so der Spruch, und ich kenne das nur zu gut. Ich habe diesen Spruch auch vor einigen Jahren noch von mir gegeben oder gedacht, einige Jahre ist es jetzt schon her, ich muss das doch auch ohne Coach hinbekommen. Ich bin doch auch angebunden an dieses wissende Feld. Es gibt doch so viele Impulse und Bücher und Kurse und Webinare. Ich gucke doch mal hier und da und dort und dann bastel ich mir so mein eigenes Ding da zusammen. Das muss auch ohne Coach gehen. Das war lange Zeit auch so mein Gedanke. Und das ist auch mit der Grund, warum ich so lange dahin gedümpelt bin. Und wir haben es einfach nie gelernt oder das heißt, wir haben es nie gelernt. Es ist noch nicht so üblich in unserer Gesellschaft hier, noch nicht so selbstverständlich, sich als erwachsene Person einen Mentor, einen Coach an seine Seite zu holen. Es ist normal, so im Kleinkindalter, so etwa 12 Monate, haben wir uns so umgeguckt und haben gesehen, irgendwie die Umgebung. Die läuft eigentlich nur auf zwei Beinen. Die krabbelt nicht auf dem Boden wie ich rum. Was wollten wir machen? Wir hatten uns zum Ziel gesetzt, wir wollten auch aufrecht gehen auf zwei Beinen. Und das haben wir geübt und geübt und geübt. Und was haben wir gemacht? Wir haben da nicht alleine geübt, sondern es war ganz natürlich, dass wir uns haben an die Hand nehmen lassen und haben uns dabei führen lassen und haben uns zeigen lassen, wie wir auf zwei Beinen aufrecht gehen können. Das war ganz selbstverständlich. Dann sind wir in die Schule. In der Schule haben wir uns beibringen lassen, wie wir rechnen, lesen und schreiben können und noch viele andere Dinge, die keiner braucht, die wir im Leben nie wieder brauchen. Haben wir uns alles beibringen lassen. Dann kam irgendwann so der Wunsch auf, dass wir ja autark mit dem Auto alleine unterwegs sein wollen. Dann sind wir zum Fahrlehrer und haben uns zeigen lassen, wie man Auto fährt. Ist alles so selbstverständlich. Und dann verlassen wir das Schulsystem, wo uns niemand beigebracht hat, weil das der Lehrplan bislang noch nicht hergibt, wie das Leben funktioniert, wie wir uns unsere Realität erschaffen im Außen, wie wir unser Leben nach unserem Herzen gestalten, wie wir überhaupt an unseren Seelenplan kommen, wie wir den entdecken, wie wir unserem Herzen folgen, wie wir unser Leben optimalerweise gestalten. Das hat uns niemand beigebracht. Die Eltern konnten es uns nicht beibringen, weil sie es ja auch nicht wussten. Und man es ihnen ja auch nicht beigebracht hat. Und in der Schule hat man es uns auch nicht beigebracht. Und als Erwachsene sind wir dann so süß, um es mal so auszudrücken und denken, das kriege ich jetzt auch alleine hin. Das muss auch ohne Coach gehen. Natürlich kriege ich auch vieles alleine hin, aber ich kann dir eins sagen, wenn ich 2014, naja gut, das ist früher eigentlich schon, ich habe ja. Dann habe ich die Ausbildung zur Mentaltrainerin gemacht. 2005 war das. 2005, genau. Wenn ich versucht hätte, das alles alleine hinzukriegen, würde ich wahrscheinlich heute noch immer noch dahin dümpeln. Und wenn ich 2014
14 nicht angefangen hätte, mir noch mehr Coaches an meine Seite zu holen, dann würde ich auch nicht da stehen, wo ich jetzt stehe. Und manchmal kommt auch so, oder ist auch so ein Surren im Kopf aufgekommen, wo ich gedacht habe, oh, jetzt investieren in dich, in deine Persönlichkeit. Aber es war jedes Mal das Beste, die beste Investition, die ich machen konnte. Weil das kann ich dir sagen, wenn du auf dem kürzesten Weg dein Traumleben dir mit deinem Seelenplan, das, was dich ausmacht, deine Einzigartigkeit, dein eigenes Potenzial entdecken und leben möchtest. Was ist dann klug? Mein Beispiel, ich bin ja zurzeit hier im Saarland. Wenn du aus Hamburg bist zum Beispiel und du willst ins Saarland kommen und du hockst dich ins Auto, was machst du denn dann? Fährst du dann einfach los und kommst irgendwann hier im Saarland an? Oder bist du klug und willst auf dem kürzesten Weg im Saarland ankommen? Was machst du dann? Du schaltest dein Navigationssystem im Auto an und folgst dem Navi. Und genau so ist es auch mit deinem Leben, mit deinem Traumleben, mit deinen Zielen, die du erreichen möchtest, mit deinem Herzensthema, das du entdecken möchtest und leben möchtest. Da ist der Mentor, der Coach an deiner Seite, der oder diejenige, die dein Navigationssystem ist. Es sollte natürlich jemand sein, der dort ist, wo du hin möchtest. Also, ich habe ja auch mal so eine Phase in meinem Leben gehabt, wo ich in der Therapie war und einmal die Woche einer Psychologin gegenüber gehockt hatte. Und ich habe damals also kein Wissen gehabt, was ich jetzt weiß, wie das Leben funktioniert und, und. Aber ich habe so instinktiv da immer auf der Couch gehockt, einmal die Woche und so gedacht, was mache ich hier? Ich bin hier im falschen Film und hatte so den Eindruck, die ist selbst noch auf der Suche nach ihrem idealen Leben und ist selbst voller Prägungen und Themen und auf der Suche. Und sie erzählt mir hier irgendetwas, was ich machen soll. Und deshalb ist es doch das Klügste, sich jemanden zu holen, der dort ist, wo du hin willst. Und nur der kann dir dieses Navigationssystem oder diejenige ja auch an Hand geben. Also, unter diesen Aspekten, was ist das Wertvollste, was du hast, letzten Endes? Überleg mal, was ist das Wertvollste, was du hast, was wir alle haben, das Wertvollste? Das ist unser Leben, das uns geschenkt wurde, das ist das Allerwertvollste. Und wir verhalten uns in der Richtung so, als hätten wir mehrere Leben. Unsere Seele, die mag vielleicht mehrere Leben haben. Die hatte schon mehrere Leben, mag auch in der Zukunft noch andere Leben haben. Aber im jetzigen Körper haben wir nun einmal nur dieses eine Leben. Und das ist das Wertvollste, was wir haben. Und das möchte gelebt werden, das möchte gefeiert werden. Und der Seelenplan, der sich dahinter verbirgt, der möchte auch entdeckt werden, weil mit einem Seelenplan sind wir alle schließlich hier irgendwann mal auf die Welt gekommen und haben das Licht dieser wunderschönen Welt entdeckt. Und ist es dann nicht viel zu schade, viel Lebenszeit noch an sich vorbeiziehen zu lassen? Das Wertvollste, was man hat, an sich vorbeiziehen zu lassen? Oder macht es mehr Sinn, das Navigationssystem anzuschalten, zu Hilfe zu nehmen, um auf dem kürzesten Weg von A nach B zu kommen? Und so gesehen stellt sich dann die Frage, was ist leichter? Mit Coach, mit Mentor an deiner Seite, auf dem kürzesten Weg, dir dein Traumleben zu kreieren oder ohne Navigationssystem es alleine zu versuchen und dahin zu dümpeln und wertvolle Lebenszeit an dir vorbeiziehen zu lassen? Ja, das waren so ein bisschen meine Nachtgedanken, die ich gerne noch mit dir teilen wollte. Ich wünsche dir noch einen wunderschönen Abend und
Wir sehen uns. Bis ganz bald. Tschüss.